So, moin moin und alle herzlich willkommen zur dritten Lesung des kleinen Büchleins Priester, Verkürzung und Volksgemeinschaft. Für mich am dritten Tag hintereinander, für euch mit ein paar Wochen Pause dazwischen, die aber wunderbar gefüllt werden durch die tolle Lesung von Marius, der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Ja, ich will gar nicht groß irgendwelche Kommentare geben. Ich glaube, ich habe letzte Sendung genug kommentiert auf die Dinge, die in diesem Buch stehen, aber ich finde es so wichtig, wo wir hier über das Erste Vatikanische Konzil 1870 gesprochen haben, dass wir kurz bevor wir dann in das zweite Kapitel gehen, das beginnt in der Mitte auf Seite 20, nochmal eben auf Seite 17 beginnen mit der Lesung heute. Und zwar am Ende des dritten Absatzes, wo es dann heißt, in dem letzten Satz: So kann es denn auch nicht Wunder nehmen, dass am 18. Juli 1870 auf dem Vatikanischen Konzil, heute, wie wir wissen, das erste Vatikanische Konzil, die Nummer hatten sie damals natürlich nicht gegeben, weil sie wussten ja nicht, dass es in den 60er Jahren des nächsten Jahrhunderts das zweite Vatikanische Konzil geben würde. Also, dass es auf diesem ersten Vatikanischen Konzil endgültig und gegen jeden Zweifel die päpstliche Unfehlbarkeit als Glaubenssatz verkündet wurde. Und wie wir bereits besprochen haben, müsst ihr euch erinnern, oder müsst ihr euch in, das müsst ihr euch bewusst machen. Für einen Katholiken heißt ein Glaubenssatz etwas, was er unbedingt glauben muss. Ja? So, als ob die römisch-katholische Kirche eben so dogmatisch ist wie die Bibel oder das unfehlbare Wort Gottes ist. Das ist die ganze Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und hier wird jetzt der Papst unfehlbar gemacht. Das ist ein Glaubenssatz, das will sagen, das will. Flämisch, Entschuldigung. Das heißt, dass man das als Katholik glauben muss. Diesen Glaubenssätzen muss man Folge leisten. Also, Zitat: Indem wir daher von der von Anbeginn des christlichen Glaubens überkommenen Überlieferung treu festhalten, lehren wir mit Zustimmung des Heiligen Konzils zur Ehre Gottes, unseres Heilandes, zur Erhöhung der katholischen Religion und zum Heile der christlichen Völker und erklären es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass der römische Papst, wenn er von seinem Lehrstuhle aus, das heißt ex cathedra, spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, Kraft seiner höchsten apostolischen Gewalt, eine von der gesamten Kirche festzuhaltende, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre aufstellt, vermöge des göttlichen, vom heiligen Petrus ihm verheißenen Beistandes jene Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre ausgestattet wissen wollte. Und dass daher solche Entscheidungen des römischen Papstes aus sich selbst, ja, dass daher die Entscheidung des römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch Zustimmung der Kirche unabänderlich sind. So aber jemand dieser unserer Entscheidung, was Gott verhüte, zu widersprechen wagen sollte, der sei verflucht. Ende Zitat. Gerade dieser letzte Satz ist doch sehr bedenkniserregend, wenn man ein bibelgläubiger Christ ist. Ne? Ich lese es nochmal. Petrus ihm, vom Heiligen Petrus, ja, ich suchte hier den letzten Punkt, deswegen, das ist so ein langer Satz. Nein, lesen wir einfach nochmal das letzte Stück, ja. Mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung einer, und göttlicher Erlöser ist natürlich wieder hier Jesus Christus zu Gott erheben, Trinitätslehre, das schleicht sich immer in diesen Bemerkungen hier natürlich mit ein, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre ausgestattet wissen wollte. Und deswegen, das kommt jetzt. Und dass daher solche Entscheidungen des römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch Zustimmung der Kirche unabänderlich sind. Das heißt, er spricht es. Und niemand kann ihm gegensprechen. Und niemand ist in der Entscheidung dessen, was er spricht, mit einbezogen. Er spricht aus sich selbst. Nun, wenn wir das hier lesen, dann muss ich doch noch mal kurz einen Kommentar geben. Weil ich muss mal kurz auf die Bibel zurückgreifen. Ich suche die Stelle mal kurz raus und dann könnt ihr mir ja sagen, ob das jetzt gut ist, diese Stelle hier zu nehmen und das damit zu vergleichen, oder ob das an den Haaren herbeigezogen ist.
Es geht mir hier um die Bibelstelle aus Johannes Kapitel 8, Vers 44. Johannes Kapitel 8 ist sowieso ein unglaublich wichtiges Kapitel in Beziehung auf die Trinitätslehre. Aber da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Es heißt hier in 8 Kapitel 44, und ich lese es euch mal erst in Englisch vor und dann übersetze ich es ins Deutsche und dann versteht ihr, warum ich gleich den Gedanken dahin hatte. Jesus spricht hier zu den Pharisäern und sagt: Ye are of the father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Was auf Deutsch heißt: Ihr seid von eurem Vater dem Teufel, und die Lüste oder Gelüste eures Vaters werdet ihr tun. Er war ein Mörderer von Anfang an, und die Wahrheit war nicht in ihm. Und er verblieb nicht in der Wahrheit, weil es war keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge spricht, also wenn er lügt, dann spricht er aus sich selbst. He speaketh of his own, weil er ist ein Lügner und der Vater derselben. So, das ist jetzt das übersetzt, was ich gerade gesagt habe. Wie steht es jetzt hier in dem Zitat von der römisch-katholischen Kirche? Ja? Und dass er daher solche Entscheidungen des römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch Zustimmung der Kirche, unabänderlich sind. Das aus sich selbst, das hier in Johannes 8,44 steht, he speaketh of his own, das ist genau das, wie man das übersetzt, so wie man das übersetzen würde, kommt hier auch drin vor. Und wenn man da nicht sieht, dass die römisch-katholische Kirche eindeutig die Kirche des Teufels ist, ja, Entschuldigung, aber dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Sie sagen es selbst in ihren eigenen Ausdrückungen, also in ihren eigenen, in ihrer eigenen Grammatik, in ihrer eigenen Semantik, kann man es erkennen. Ja? Der Papst spricht aus sich selbst, und die Bibel sagt, derjenige, der aus sich selbst spricht, ist der Teufel, der Vater der Lügen. Das habe ich letztes Mal nicht gesagt, diesen Kommentar, deswegen musste ich den jetzt noch einschieben. Im letzten Satz auf Seite 17 fahren wir fort und da sagt der Autor: Hieraus ergibt sich, dass der Papst nur bei Lehrbestimmungen ex cathedra und für die ganze Kirche unfehlbar sein soll, aber nicht bei Bestimmungen für Teile der Kirche, bei praktischen Regierungen, Verwaltungs- und Disziplinarmaßnahmen und nicht als Privatmann. Wenn er zum Beispiel seinem Schatzmeister sagte, 3 mal 1 Million Lire sind 1 Million Lire, würde ihn dieser bei aller Ergebenheit auf seinen Irrtum aufmerksam machen dürfen. Erzählt er aber demselben Schatzmeister, dass in dem einen Gott 3 wesensgleiche göttliche Personen seien, muss dieser der Unfehlbarkeit seines Chefs seine Rechenkunst zum Opfer bringen. Da in dem Dogma außerdem nicht angegeben ist, welche formellen Kennzeichen eine ex cathedra erlassene Entscheidung hat, ist dem Papst in vielen Fällen eine Hintertür offen gelassen, denn seit 1870 hat noch kein Papst geradezu erklärt, dass seine jetzige Verfügung, also seine Enzyklika, ex cathedra erlassen wurde. Und jetzt bin ich letztes Mal bereits schon kurz auf dieses Beispiel mit dem Buchhalter eingegangen oder Schatzmeister. Und ich gehe da jetzt nochmal drauf ein, weil das ist mir zu wichtig und vielleicht werde ich das ja in mein nächstes Video mit einarbeiten, wo ich ja, wie ihr wisst, die Studie über die Trinitätslehre begonnen habe, wo wir halt das Buch lesen von U.H. Stennis, das Renate ins Deutsche übersetzt hat, vom Ursprung der Geschichte der Trinität in der christlichen Kirche. Ja? Und dieser eine Satz, den der Autor hier zum Besten gibt, den finde ich so perfekt dazu gefunden. Also, wenn er, also der Papst, der unfehlbar ist, zum Beispiel zu seinem Schatzmeister sagte, 3 mal 1 Million Lire sind 1 Million Lire, würde ihn dieser bei aller Ergebenheit auf seinen Irrtum aufmerksam machen dürfen. Erzählt er aber demselben Schatzmeister, dass in dem einen Gott 3 wesensgleiche göttliche Personen seien, muss dieser der Unfehlbarkeit seines Chefs seine Rechenkunst zum Opfer bringen. Nun ist es so, dass diese Lehre der Trinität, dieser 3 Götter in einem, in sogenannten göttlichen Konzilien bereits erklärt wurden und als Kirchendogma festgesetzt wurden. Das heißt, dass es eine
unfehlbare römisch-katholische, vom Papst festgesetzte Lehre. Ob wir jetzt das Konzil von Nicea 325 nehmen, ob wir das Konzil von Chalcedon nehmen, ob wir das Konzil von Konstantinopel 381 nehmen, das spielt gar keine Rolle. In diesen Konzilien wurde ganz klar festgesetzt, und das könnt ihr in den Glaubensbekenntnissen da nachlesen, das Glaubensbekenntnis von Nicea, das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel, da wird ganz klar festgesetzt, das ist römisch-katholisches Dogma. Das muss man glauben. Also mit anderen Worten wird jede Logik zur Seite getan, weil der Papst hat das ex cathedra gesagt und deswegen ist das absolute zu folgende Glaubenslehre in der römisch-katholischen Kirche. Ob das Sinn macht, als Schatzmeister würde man sagen, dreimal eine Million Lire sind eine Million, dann wird sich jeder Schatzmeister auf den Rücken schmeißen und einen Lachkrampf kriegen, wenn man ihm das als Wahrheit verkaufen wollte. Aber demselben Schatzmeister verkaufe ich als römisch-katholisches Dogma, dass drei Personen ein Gott sind und er schmeißt sich nicht mehr auf den Rücken und lacht, sondern er wird dies glauben müssen. Und das, meine Lieben, ist ein ganz großer Unterschied zur Bibel. Die Bibel ist aufgebaut auf reiner Logik. Auf reiner Logik. Und ohne irgendwelche mentalen Reservationen und ohne irgendwelche verdrehten Verständnisse darin. Alles ist klar und deutlich gesagt. Und die ganze Bibel spricht von Anfang bis Ende niemals von drei Göttern, schon gar nicht von drei Göttern in einem. Die ganze Bibel sagt niemals an einer Stelle ganz klar und deutlich, Jesus ist Gott. Die Bibel sagt ständig, wir sprechen hier vom Gottes Sohn, vom Sohn von Gott, nicht von Gott dem Sohn. Das findet ihr in der Bibel nicht. Und mit dem Heiligen Geist genau dasselbe. Auch der Heilige Geist wird niemals zum Gott erhoben in der Bibel, nur durch die Interpretation von vielen Menschen. Aber diese Interpretation ist bei römisch-katholischen unfehlbaren Glaubenssätzen verboten. Wenn man das macht, das ist genau wie mit dem Abendmahl, wo man eben für sich selber die Reservation behält von, ja, aber Jesus Christus hat gesagt, tut dies in meiner Erinnerung an mich. Wenn ich das sage, bin ich nach dem Konzil von Trient, 1545 bis 1563, bin ich verflucht. Das darf ich nicht. Ich muss den römisch-katholischen unfehlbaren Glaubenssatz akzeptieren, dass der Priester durch die magischen Worte hoc est corpus enim meum das Brot tatsächlich verwandelt in den tatsächlichen Körper, das Blut und das Fleisch Jesu Christi. Das muss ich glauben. Das ist ein unfehlbarer Glaubenssatz. So. Und genau das ist das, was hier eben auch wieder vorkommt. Ein unfehlbarer Glaubenssatz, der total gegen jegliche Logik, gegen jegliche, ich weiß gar nicht, welches Wort kann man denn noch gebrauchen außer Logik, dass das normale Menschenverständnis, dass kein Mensch kann begreifen, wie das passieren soll. Welches Mysterium müsste ich denn hier zupassen, um aus einer Million drei Millionen zu machen? Ja, dreimal eine Million Lire sind eine Million Lire. Das wäre ja noch schlimmer. Ich mache es ja sogar weniger. Ich habe drei und sage, das ist eine. Nicht, ich habe eine und sage, das ist drei. Aber ich kann es machen, wie rum ich will. Entweder habe ich eine Million Lire und ich mache da drei draus, oder ich habe drei Millionen Lire und ich mache da einen draus. Entweder habe ich einen Gott und ich mache da drei draus, oder ich habe drei Götter und mache da einen draus. Das ist eben das Verwunderbare, das Unverständliche, das Mysterium, das Geheimnisvolle in der römisch-katholischen Lehre. Und ganz sicher, wenn diese Lehre eine Unfehlbarkeit darstellt, weil der Papst hier von seinen Kardinälen gewählt wird, eben sobald er sich auf diesen Thron setzt und meint jetzt in der Glaubenslehre sprechen zu müssen, unfehlbar spricht. Wenn der euch morgen erklärt, aus seinem aus Ex Cathedra heraus, was auch immer er da spricht, ist unfehlbar. Kann man nicht widersprechen und muss man so glauben, annehmen und leben.
Ja, das ist nämlich genau das mit der römisch-katholischen Kirche. Es ist ja nicht nur, dass du das glauben musst, du musst da auch nachleben. Du musst dein ganzes Leben danach ausrichten, was die Glaubenssätze der römisch-katholischen Kirche sind. Was egal der Papst auch immer da oben ex cathedra sagt. Ich hoffe, da habe ich jetzt einen sehr interessanten Punkt gemacht und ich wollte jetzt gar nicht diese neue Studie der Dreieinigkeit hier in diese Lesung mit einlaufen lassen, aber wenn mir der Autor hier durch das Zitat, was hier gegeben ist, was er hier zitiert, so den Ball zuspielt, dann kann ich nicht anders als die Vorlage annehmen. So, jetzt habe ich mich in Fußballtermen ausgedrückt, wo ich überhaupt nichts von verstehe, weil Fußball interessiert mich 0,0 und kenne ich auch nichts von, aber das passt jetzt auch mal eben, so wie die berühmte Faust aufs Auge, wobei man keine Faust auf irgendein Auge drücken sollte. Außer vielleicht auf ein Hühnerauge, um es auszudrücken, aber das ist dann wieder eine andere Sache. Schließen wir das Thema jetzt hier ab. Wir gehen zurück zu dem Glaubenssatz, der hier 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil gesprochen wurde. Und wir behalten im Hinterkopf, dass eben, weil der Papst sich selbst anmisst, der Teufel auf Erden zu sein, wie wir gerade eben mit Johannes 8,44 bewiesen haben, dass der Teufel und der Papst die eine und dieselbe Person sind, weil in Johannes Kapitel 8,44 eben zur Erinnerung steht drin, wenn er eine Lüge spricht, dann spricht er von sich selber, aus sich selber. Und genau das wurde hier eben auch von dem Papst gesagt, dass er eben hier wenn er solche Entscheidungen des römischen Papstes trifft, aus sich selbst spricht, ohne Zustimmung der Kirche oder jemand anderes, er spricht aus sich selbst. Und noch mehr kann ich den Papst fast nicht an den Teufel binden oder besser gesagt ausmachen, dass der Papst nur der Vertreter des Teufels hier auf Erden ist. Er behauptet, der Vertreter Christi zu sein, aber eines Christus, der nicht in der Bibel steht. Das kommt dann noch oben zu. Nun fährt der Autor fort und sagt: So hat der Glaubenssatz von 1870 im Grunde die Bedeutung, die Autorität der Päpste ins Ungemessene und Übermenschliche zu steigern, ohne den Papst entsprechend auf seine einzelnen Äußerungen festzulegen. In diesem Sinne äußerte sich Antichrist Papst Pius IX. Am 20. Juli 1871. Zitat: Einige wünschten, dass ich die konziliarische Definition noch weiter und bestimmter erklärte. Ich will es nicht tun. Sie ist deutlich genug und bedarf keiner weiteren Kommentare und Erklärungen. Wer das Dekret mit aufrichtiger Gesinnung liest, dem liegt ein wahrer Sinn leicht zutage. Ende Zitat. Trotzdem gingen die theologischen Meinungen über Inhalt, Wesen und Entscheidungsbereich der päpstlichen Unfehlbarkeit auseinander. Besonders kämpfte der katholische Theologieprofessor Döllinger dagegen. Er wurde von dem Erzbischof Schärer von München zur Unterwerfung aufgefordert. Am 28. März 1871 antwortete er, dass er, Zitat, als Christ, Theologe, Geschichtskenner und Bürger sich nicht unterwerfen könne. Diese Lehre, an deren Folgen das alte Deutsche Reich zugrunde gegangen ist, wird, falls sie bei dem katholischen Teil der deutschen Nation beherrschend würde, sofort den Keim eines unheilbaren Siechtums in das eben erbaute Reich verpflanzen. Am 14. April 1871 wurde Döllinger wegen bewusster, hartnäckiger und öffentlicher Leugnung klarer, sicherer Glaubenssätze mit dem großen Bann belegt und aus der Kirche ausgestoßen. Tja, und es war nicht nur Döllinger, dem das nach diesem ersten Vatikanischen Konzil passiert war. Es gab noch Menschen, die da nicht zugestimmt haben und die weggingen, aber die meisten sind dann später, als sie dann zu Hause nochmal darüber angesprochen wurden, umgefallen und haben ihre Meinung geändert. Ich glaube, es gab sogar zwei oder drei Kardinäle oder Bischöfe aus den USA damals, die sich geweigert hatten zuzustimmen und dann später doch noch zugestimmt haben. Aber das könnt ihr gerne selbst rausfinden, wenn ihr euch selber mal mit der Geschichte des Ersten Vatikanischen Konzils etwas näher selbst befasst. Auch nach seiner Exkommunikation, ne, das ist der große Bann. Und wir wissen ja, Exkommunikation heißt, dass die römisch-katholische Kirche demjenigen, den sie exkommuniziert,
die Möglichkeit auf das ewige Leben nimmt, von der die römisch-katholische Kirche sagt, dass es nur durch sie zu erreichen ist, dass es absolut notwendig ist für das Erlangen des ewigen Lebens oder der Errettung, ein Subjekt des römischen Papstes zu sein. Unam Sanctam von Herrn Antichrist, Papst Boniface dem 8. aus 1302. Also auch nach seiner Exkommunikation blieb aber Döllinger Christ katholischer Prägung und wird von der Romkirche, wenn es so passt, gelegentlich sogar als Kronzeuge angeführt. Die kleine Sekte der Altkatholiken, die augenblicklich etwas Auftrieb hat, beruft sich auch häufig auf Döllinger und wirbt mit seinem Namen. Aus der Ablehnung des Primats des römischen Bischofs, des Zölibats und der lateinischen als Kultsprache ist sie aber noch so katholisch, dass man im ersten Augenblick in einer altkatholischen Kirche glaubt, in einer römisch-katholischen zu sein. Auch sie hält an der jüdischen Grundlage des Christentums fest. Ihr Organ ist der jetzt halbmonatlich in Essen erscheinende Romfreie Katholik. Um allen Zweifeln über die Unfehlbarkeitslehre ein Ende zu machen, richtete der Kardinalstaatssekretär Jacobini an den päpstlichen Nuntius in Madrid am 13. April 1885 folgende Sätze. Zitat: Aus dieser Lehre, das heißt dem dogmatischen Festsetzungen des Vatikanischen Konzils, des ersten Vatikanischen Konzils von 1870, aus dieser Lehre folgt: Erstens, dass der römische Papst Kraft des Primats der wahre Hirte und Bischof der allgemeinen Kirche ist. Zweitens, dass er immer und bei jeder Gelegenheit in allen Angelegenheiten jeder Diözese autoritativ eingreifen kann. Drittens, dass die Bischöfe in allen Angelegenheiten, in die der Papst eingreift, zu gehorchen und seinen Entscheidungen sich zu unterwerfen, verpflichtet sind. Und nicht nur die Bischöfe, sage ich, sondern auch jeder Gläubige in der römisch-katholischen Kirche. Weiter das Zitat: Wenn also jemand behaupten würde, die Bischöfe hätten ihr eigenes Gewissen zu befragen, wo sie über religiöse Interessen handeln, würde er stillschweigend die Verpflichtung jener hierarchischen Unterordnung und des Gehorsams leugnen, den die Bischöfe notwendig dem Heiligen Stuhle schulden. Gewiss müssen die Bischöfe in religiösen Angelegenheiten ihr Gewissen befragen, aber so, dass sie sich nach den Vorschriften des Papstes richten, denen sich zu entziehen ihnen nicht gestattet ist. Ende Zitat. Wenn also jemand behaupten würde, die Bischöfe hätten ihr eigenes Gewissen zu befragen, wo sie über religiöse Interessen handeln, würde er stillschweigend die Verpflichtung jener hierarchischen Unterordnung und des Gehorsams leugnen. Des Gehorsams. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, es ist besser, Gott zu gehorchen, als den Menschen. Also stelle ich meinen Gehorsam unter den Scheffel eines Menschen, des Papstes, oder stelle ich meinen Scheffel des Gehorsams unter meinem Vater Gott, der alles geschaffen hat, und Jesus Christus, dem er alle Autorität im Himmel verliehen hat? Das ist die Frage, die sich jeder mal stellen sollte. So waren auch die Bischöfe, fährt der Autor fort, auf deren Stellung und Würde staatlichen Behörden gegenüber eifersüchtig gemacht wird, zu päpstlichen Kreaturen degradiert. Ja? Also Bischöfe wurden zu päpstlichen Kreaturen degradiert. Der unfehlbare Papst stand auf dem Höhepunkt kirchlicher Macht. Noch einmal war dieses Dogma verankert in dem Codex Juris Canonici, dem kirchlichen Gesetzbuch, das im Geschütz Donner des Weltkrieges 1917 veröffentlicht wurde und nur 2414 Kanones, also Paragraphen, enthält. Also diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Noch einmal war dieses Dogma verankert in dem Codex Juris Canonici, über den wir ja letzte Sendung bereits gesprochen hatten, dem kirchlichen Gesetzbuch. Und wir wissen, dass in dieser Welt alle Gesetze in dieser Welt
konform sein müssen mit dem römisch-katholisch-kanonischen Recht, dem Codex Juris Canonici. Das im Geschützdonner des Weltkrieges 1917 veröffentlicht wurde. Seht ihr, was das heißt? Wenn die Aufmerksamkeit der ganzen Welt einem Geschehen auf dieser Welt zugeordnet wird, das auch vom Papst veranlasst wurde, in diesem Fall der Erste Weltkrieg, wenn alle Welt auf Europa schaut und die Zerstörung, das Elend, das Leid und den Krieg, was hier in Europa passiert, dann machen die im Schatten davon ein neues Codex Juris Canonici, ein neues römisch-katholisch-kanonisches Recht, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Selbst wenn Zeitungen das jetzt abgedruckt hätten, was sie wahrscheinlich sogar haben, interessiert doch keinen. Alle Nachrichten haben nur mit dem Krieg zu tun, die die Menschen um den Augenblick interessieren. Und im Schatten davon, in vollkommener, ich sag's jetzt mal, Tarnung, bringt das römisch-katholische, die römisch-katholische Hierarchie, das habe ich jetzt den Satz falsch angefangen, bringt die römisch-katholische Hierarchie ein neues Gesetzbuch raus. Was den Menschen total entgeht, dadurch, weil sie sich mit dem Weltkrieg beschäftigen. Was ja auch verständlich ist. Sage ich ja gar nichts gegen. Ist ja logisch. Aber da sieht man eben auch, wie solche Dinge als, na, Krieg jetzt als Ablenkung zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen frivol fast, aber ist doch so. Die römisch-katholische Kirche macht alles, um die Aufmerksamkeit der Menschen von dem abzulenken, A, was sie tut oder B, was Gott tut. Oder was Gott sagt. Deswegen ist es auch heute noch so, dass in dieser Welt alles interessant gemacht wird für die Menschen, außer sich um Gottes Wort zu kümmern, die Bibel zu kümmern, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, die Bibel zu verstehen, die Bibel zu leben, Gott zu leben, in Gott und mit Gott zu leben. Das ist ein Verfluchungsgrund für die römisch-katholische Kirche. Und um die Leute davon abzuhalten, werden alle möglichen Ablenkungen stattfinden. Und zu diesen Ablenkungen gehört auch, ja, ein Weltkrieg. Wie der Erste, wie der Zweite, wie der Vietnamkrieg später, um von anderen Dingen abzulenken. Wie zum Beispiel von dem Zweiten Vatikanischen Konzil, weil außer in Kirchenkreisen kennt das doch fast kein Schwein. Ja? Und damals war der Vietnamkrieg, ne? In den 60er Jahren. Also das muss man ja auch mal eben so sehen. Also haben Sie mit anderen Worten im Schatten des Ersten Weltkrieges 1917 hier Ihren Juris Canonici, Codex Juris Canonici noch einmal geändert, durch dieses Dogma darin zu verankern. Und ob die Leute das jetzt bemerkt haben oder nicht, das ist nun mal so. Weil wie heißt das so schön, ob man das Gesetz kennt oder nicht, man muss es beachten, ne? Oder man wird geachtet, das Gesetz zu kennen. Auch so. Gut, durch Kanon 1406, fährt der Autor fort, sind alle Kleriker, vom Subdiakon bis zum Bischof und Kardinal, zur Ablegung des katholischen Glaubensbekenntnisses verpflichtet, das dem Gesetzbuch vorangestellt ist. Die entsprechende Stelle aus diesem Glaubenseide lautet, Zitat, alle Bestimmungen und Erklärungen, die von den heiligen Verfügungen, den Konzilien, besonders von Trient und vom Vatikan überliefert sind, vor allem diejenigen über den Vorrang des Papstes und sein unfehlbares Lehramt, glaube und bekenne ich, ohne daran zu zweifeln. Gleichzeitig verurteile, verwerfe und verfluche ich all das Gegenteil davon und alle Irrlehren, wie sie von der Kirche verurteilt, verworfen und verflucht sind. Ende Zitat. Bei dieser Erinnerung an die unheimliche kirchliche Machtstellung auf der einen und dem furchtbaren Ausgang des Weltkrieges auf der anderen Seite steigt eine Episode aus der Vergangenheit auf. Es war im Jahre 1901. Der neu ernannte Bischof von Metz hatte Kaiser Wilhelm II. Seinen Eid geleistet.
Nach der Eidesleistung sagte er gesprächsweise zum Kaiser, ihm stehe nur moralische Macht zur Verfügung, über Kanonen verfüge er nicht. Darauf antwortete ihm der Kaiser, wie könnte ich meine Macht mit der ihrigen vergleichen? Es steht fest, dass unter allen Institutionen die am besten organisierten die katholische Kirche und die preußische Armee sind. Ende Zitat. 1918 mussten wir es erleben, dass in dem Maße, wie die preußischen Kanonen vernichtet wurden, römische Kanones erstarkt waren. Oder mit anderen Worten, wie ich jetzt als Kommentar hinzufügen würde oder tue, 1918 mussten wir es erleben, dass in dem Maße, wie die preußischen Kanonen vernichtet wurden, römische Kanonen erstarkt waren, das heißt mit anderen Worten, dass dem Kaiser hier vorgehalten wurde, dass seine preußische Armee und seine preußischen Kanonen nichts, aber auch gar nichts im Vergleich zu römischen Kanonen ausrichten können. Weil der Papst braucht keine Armee für sich selber, wenn er doch die Armeen der ganzen Welt befehligt und auf seinem Schachbrett die Spiele spielen kann, wie er es will. Ob wir jetzt hier vom weißen Papst sprechen oder vom schwarzen Papst oder von beiden zusammen, das überlasse ich jetzt eurer eigenen Nachforschung und eurer eigenen Fantasie. Es geht hier nur darum, dass wir uns davon bewusst sein müssen, dass ganz klar der Bischof von Metz hier dem Kaiser sagt, er hätte nur moralische Macht zur Verfügung, über Kanonen verfüge er nicht, und dass wir im Endeffekt festgestellt haben, im Lauf der Jahrhunderte immer wieder, dass die weltlichen Kanonen überhaupt nichts, aber die moralischen Kanonen der römisch-katholischen Kirche viel mehr wert sind, viel mehr Schaden anrichten können und Zerstörung anrichten. Und nicht nur können, sondern auch getan haben, tun und tun werden. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Jesus komme bald. Amen. Vom religiösen Dogma zur Weltherrschaft. Das ist jetzt das zweite Kapitel. Das heißt, wir haben erstmal mit dem religiösen Dogma der Unfehlbarkeit den Grundstein gelegt. Und auf diesem Grundstein baut jetzt alles andere auf. Dass das alles aber nur ein Haus gebaut auf Sand ist, das werdet ihr erfahren, wenn ich das gleichnamige Buch meines Bruders Robert in der Zukunft, wenn es denn fertiggestellt ist und ins Deutsche übersetzt ist, in der Studie Ja, sollte Gott gesagt haben, lesen und besprechen werde. Hier lesen wir jetzt, was der Autor sagt im zweiten Kapitel. Vom religiösen Dogma zur Weltherrschaft. Man möchte annehmen, der Stellvertreter dessen, der da gesagt haben soll, mein Reich ist nicht von dieser Welt, müsste zuallererst in vorbildlicher Weise mit dem Worte seines Herrn und Meisters ernst machen, besonders nachdem er eine nicht mehr zu überbietende Macht im Reiche jener Welt erreicht hatte. Doch bald zeigt uns das Papsttum in seiner Geschichte ein starkes Übergreifen des Machtwillens ohne Leistungen auch auf nicht-religiöse Gebiete. Natürlich werden die Forderungen auf schlechthin allen Gebieten des Lebens nur im Namen der Religion, des Glaubens, der Seelenführung zum Jenseits erhoben und die künstliche Sündhaftigkeit verstrickte, jenseits sehnsüchtig gemachte Menschheit wird um ihrer ewigen Seligkeit willen aus ihren natürlichen Bindungen herausgerissen, gelöst aus Blut und Boden, aus Rasse und Volk, im Gehorsam zum Oberpriester in Rom. Alles muss sich dem Oberpriester in Rom unterwerfen. Bismarck hatte schon recht, wenn er am 10. März 1873 im preußischen Herrenhausen sagte, Zitat, das Papsttum ist eine politische Macht, jederzeit gewesen, die mit der größten Entschiedenheit und mit dem größten Erfolge in die Verhältnisse dieser Welt eingegriffen hat, die diese Eingriffe erstrebt und zu ihrem Programm gemacht hat. Das Ziel, welches der päpstlichen Macht ununterbrochen vorschwebt, ist die Unterwerfung der westlichen Gewalt
unter die Geistliche ein eminent politischer Zweck. Ende Zitat. Das ist aber nicht mehr häusliche Angelegenheit der Romana Ecclesia. Das geht alle Völker mit Ehrgefühl und Freiheitswillen an. Was man in den alten Archiven von den Wünschen und Zielen, Forderungen und Ansprüchen der Päpste liest, mutet uns bisweilen wie ein Wunschtraum im Märchen an. Es sind aber keine harmlosen Märchen. Es sind keine verstaubten, blutleeren Urkunden. Es ist vielmehr lebendige, bitter ernste Wahrheit. Es ist der zusammengeballte Ausdruck eines einzigen Gedankens, des Willens zur Weltherrschaft, um in ihrer liturgischen Sprache zu reden. Zitat: Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Das heißt: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer und von Jahrhundert zu Jahrhundert. Ende Zitat. Jeder, der bezweifelt, dass es eine neue Weltordnung gibt, der bezweifelt, dass der Teufel in der Bibel rebelliert hat, um sich selbst zu Gott zu erheben. Der bezweifelt, dass Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15 von Luzifer gesprochen sind, eine Rebellion sind, um sich über das Gesetz Gottes zu erheben und sich selbst zum Gott zu machen und sein Gesetz hier auf dieser Erde und überall im Universum, sofern man diesen Ausdruck jetzt mal benutzen darf, seine Macht zum Ausdruck bringen will. Totale Herrschaft. Und das, was uns in erster Stelle betrifft, ist natürlich hier auf dieser Erde, in der wir, auf der wir leben. Ja? Aber wir sollen ja eben auf der Erde leben. Wir sollen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein, wie so viele Bibelzitate uns deutlich machen. Nicht in diesen Worten, aber das Verständnis ist da. Also, es sind aber keine harmlosen Märchen, es sind keine verstaubten, blutleeren Urkunden, es ist vielmehr lebendige, bitterernste Wahrheit. Es ist der zusammengeballte Ausdruck eines einzigen Gedankens, der Wille zur Weltherrschaft. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer und von Jahrhundert zu Jahrhundert. Antichrist Papst Gregor VII. Stellt 1075 die Rechte des Papsttums in 27 Punkten zusammen, von denen wir die wichtigsten entnehmen. Und bevor ich das jetzt zitiere, eben die Erinnerung, ich habe diese 27 Punkte aus dem Dictate Papae bereits in dem Video Dictate Papae Unam Sanctam ad Absurdum damals mit Viktor gelesen und besprochen. Also da findet ihr das auch nochmal zurück. Ich war mir nur damals noch nicht der Bedeutung dieses Papiers, Dictatus Papae und Unam Sanctam von Bonifaz dem 8. bewusst. Das ist heute mehr der Fall. Und wie wichtig das im Grunde ist, das kommt dann halt in dieser späteren Studie, ja, sollte Gott gesagt haben, zur Sprache. Hier beschränke ich mich jetzt auf das, was der Autor in diesem Buch sagt. Wir entnehmen hier aus den 27 Punkten die wichtigsten. Zitat: Die römische Kirche ist von dem Herrn allein gegründet worden. Nur der römische Bischof allein darf der allgemeine Bischof genannt werden. Er allein kann Bischöfe ein- und absetzen. Das ist kurzer Kommentar, das ist sehr wichtig, dass wir es verstehen. Da geht es um den Investiturstreit, der jahrhundertelang gekämpft hat und der mit Gregor dem 7. mehr oder weniger zum Erliegen kam. Deswegen ist Gregor der 7. eben auch so ein wichtiger Papst. Investitur, da geht es darum, wer ernennt die Bischöfe. Wenn der Staat die Bischöfe ernimmt, dann sind natürlich die Bischöfe eher dem Staat treu, als wenn der Papst die Bischöfe ernennt, dann sind dann dem Papst und der Kirche treu. Das ist ein großes Problem. Rezent, also jetzt kürzlich, haben wir das ja bereits erlebt in China, wo zum Beispiel auch der chinesische Staat sich erlaubt hat, da Bischöfe der römisch-katholischen Kirche zu ernennen. Auch da ist dieser alte Investiturstreit wieder aufgelebt. Das ist also der Investiturstreit, nur dass ihr das versteht. Er allein kann Bischöfe ein- und absetzen. Deswegen macht Gregor der 7. hier einen ganz wichtigen Punkt davon in seinen 27 Punkten des Dictatus Papae. Mit einem von ihm gebannten dürfen wir unter anderem nicht
im selben Hause weilen. Also jemand, der den großen Bann bekommen hat, wie der Döllinger, wie Martin Luther, wie andere Menschen, die also exkommuniziert wurden. Er allein darf sich der kaiserlichen Insignien, also Würdezeichen, bedienen. Des Papstes Füße allein haben alle Fürsten zu küssen. Sein Name allein darf im Kirchengebet genannt werden. Kein Name ist dem Seinen in der Welt zur Seite zu stellen. Ihm ist es erlaubt, Kaiser abzusetzen. Seinem Urteil darf sich niemand widersetzen. Er allein kann die Urteile aller widerrufen. Er selbst darf von keinem gerichtet werden. Die römische Kirche hat sich nie geirrt und wird sich nie irren. Der römische Papst wird durch rechtmäßige Wahl auf die Verdienste des heiligen Petrus hin unzweifelhaft heilig. Niemand kann als katholisch gelten, der nicht innerlich mit der römischen Kirche in Übereinstimmung lebt. Der Papst kann die Untertanen von ihrer Pflichttreue gegen solche Herrscher entbinden, die dem Papste unbequem sind. Ende Zitat. Da haben wir jetzt einige der 27 Punkte genannt. Nun, in seinem Kampfe gegen den deutschen König Heinrich IV. Brachte dieser Papst Gregor VII., Hildebrand, dann auch getreulich seine Grundsätze zur Anwendung. Auf seinen Spuren wandelte Antichrist Papst Hadrian IV., der 1157 Friedrich I., genannt Barbarossa, an seine Abhängigkeit vom Papst erinnerte. Zitat: Du musst, erhabener Sohn, du musst dir vor Augen halten, wie gern und freudig im vergangenen Jahre deine heilige Mutter, die römische Kirche, dich aufnahm, wie herzlich sie dich behandelte, mit welcher Fülle von Würde und Ehre sie dich überhäufte. Du musst daran denken, wie außerordentlich freigebig sie dir das Zeichen der Kaiserkrone darreichte, wie sie aus übergütigem Herzen sich bemühte, deine erhabenste Würde zu fördern, von keinem anderen Gedanken getrieben als nur dem, deinen königlichen Willen auch im Kleinsten zu erkennen und ihm entgegenzukommen. Ende Zitat. Erfrischend deutlich war Barbarossas umgehende Antwort. Zitat: Durch die Wahl der Fürsten haben wir Herrschaft und Reich allein von Gott, der im Gedanken an das Leiden seines Sohnes Christi die Erde der Leitung der beiden notwendigen Gewalten unterwarf. Der Apostel Petrus hat mit folgender Weisheit die Welt belehrt: Fürchtet Gott, ehret den König. Daher wird jeder, der behauptet, wir hätten die Kaiserkrone als wohlwollendes Geschenk vom Herrn Papst erhalten, ein Widersacher göttlicher Anordnung, ein Gegner der Lehre Petri und ein schuldbeladener Lügner werden. Ende Zitat. Lügner? Was habe ich in dieser Sendung gesagt, im Verband mit Johannes, Kapitel 8, Vers 44? Unmissverständlich eindeutig umschreibt Antichrist Papst Innozenz III. Dann 1198 das Verhältnis von Kirche und Staat. Zitat: Gott, der Schöpfer des Weltalls, setzte zwei große Leuchten an das Himmelszelt, ein großes für den Tag, ein kleines für die Nacht. Ebenso setzte er an das Gewölbe der Kirche, welches Himmel genannt wird, zwei große Würden, eine höhere, gleichsam für die wachen Seelen am Tage, und eine geringere, gleichsam für die schlafenden Körper in der Nacht. Es sind dies die Gewalt des Papstes und die Macht des Königs. Ferner empfängt der Mond sein Licht von der Sonne. Er ist tatsächlich geringer als sie an Größe und Wert, Stellung und Wirkung. Genauso empfängt die königliche Gewalt den Glanz ihrer Würde von der päpstlichen Autorität, deren Schein umso mehr auf sie fällt, je geringeren Licht sie selbst ist. Sie wird umso strahlender, je länger sie im Anblick der päpstlichen Gewalt verharrt. Ende Zitate.
Ich hätte jetzt Lust, dieses Zitat eben mal auseinanderzuzwirbeln im Licht der Bibel. Aber ich werde mir das jetzt ersparen. Ich schenke mir das. Ich lasse das an euch selbst über. Ihr könnt das selbst nachlesen. Letzter Absatz auf Seite 22 in dem Buch. Aber ich möchte nur mal ganz kurz auf ein paar Dinge eingehen. Nur ganz kurz. Wie gesagt, ich halte mich da nicht allzu lang mit auf. Aber es ist natürlich hier schön, wie die Schöpfung von Himmel und Erde und Weltall und Sonne und Mond verglichen wird mit Papst und König. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass hier bereits diese Lehre gelehrt wird von die Sonne gibt das Licht an den Mond. Da steht nichts von in der Bibel. Wie der Papst selbst hier sagt, er hat ein großes Licht gemacht für den Tag und ein kleines für die Nacht. Nirgendwo steht in der Bibel geschrieben, dass der Mond sein Licht von der Sonne bekommt. Das ist jetzt mal Punkt 1, aber das ist ein wesentlich unwichtigerer Punkt. Ich finde es viel wichtiger, dass wir da mal kurz eben darauf eingehen, dass hier eben der Papst sich selbst mit der Sonne gleichsetzt und den König mit dem Mond. Und warum ist das so wichtig? Weil wir aus der Vergangenheit einige Könige kennen, die sich selbst Sonnenkönig genannt haben. Denkt doch mal an den bekanntesten, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Der französische König Ludwig XIV., Le Roi du Soleil, der Sonnenkönig, wie er genannt wurde. Und etwas früher, nicht mehr so lange in der Geschichte zurück, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges noch, der japanische Kaiser, der sich auch der Sonnenkönig oder Sonnenkaiser genannt hat. Das heißt, er beansprucht hier den Titel, den der Papst für sich in Anspruch nimmt. Was meint ihr denn, was der Papst davon denkt, wenn jemand seinen Sitz in Anspruch nimmt? Das ist alles, was ich zu diesem Absatz zu sagen habe. Aber denkt da mal drüber nach und stellt eure eigene Nachforschung darüber an. Zur Ergänzung stellt er 1202 seine Ansicht über die Kaiserwahl dar. Also wir sprechen über Papst Innozenz den Dritten, ja? Anfang des 13. Jahrhunderts, Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts, ein ganz furchtbarer Papst, der eben auch die Inquisition mitgegründet hat. Und das Zitat lautet wie folgt: Die Fürsten müssen unter allen Umständen erkennen, dass wir das Recht und die Autorität besitzen, den Mann zu prüfen, der zum König gewählt ist und zum Kaiser befördert werden soll, weil wir ihn salben, weil wir ihn weihen. Und weil wir ihn krönen. Es ist nämlich grundsätzliche und allgemeine Richtschnur, dass derjenige eine Person zu prüfen hat, der er die Hände auflegt. Ende Zitat. Wenn es uns Deutsche auch herzlich wenig angeht, wie sich päpstlicher Machtwille in außerdeutlichen Ländern, Entschuldigung, nochmal. Wenn es uns Deutsche auch herzlich wenig angeht, wie sich päpstlicher Machtwille in außerdeutschen Ländern auswirkt, so ist es doch eine stille Befriedigung, gelegentlich davon zu hören. Derselbe Innozenz der Dritte erklärte 1215 das englische Staatsgrundgesetz, die Magna Carta, glattweg für unverbindlich. Antichrist Papst Innozenz IV. Erklärte 1245, Zitat: Jesus Christus hat im apostolischen Stuhl nicht nur eine hohe priesterliche, sondern auch eine königliche Herrschaft eingesetzt. Ende Zitat. Thomas von Aquin, der große Kirchenlehrer, lässt sich folgendermaßen vernehmen: Die weltliche Gewalt ist der geistlichen unterworfen, wie der Leib der Seele unterworfen ist. Und deshalb ist es keine Anmaßung, wenn der geistliche Vorgesetzte sich in das Zeitliche mischt in Bezug auf das, worin ihm die weltliche Gewalt unterworfen ist. Dem Stellvertreter Gottes müssen alle christlichen Könige untertan sein, wie Christo selbst. Ende Zitat. Die denkbar schärfste amtliche Formulierung des päpstlichen Machtwillens enthält die schon erwähnte Bulle Unam Sanctam aus 1302 von Antichrist Papst Boniface dem 8.
Moment, jetzt habe ich hier die Seite übersprungen. Zu der im ersten Abschnitt schon geschilderten Machtvollkommenheit auf rein religiösen Gebiete tritt unverhüllt der absolute Anspruch auf Weltherrschaft, der, das jetzt mal ein Kommentar eben von mir, der heute immer noch gilt und der als römisch-katholischer Glaubenssatz dogmatisiert wurde im Vatikanischen Ersten Konzil, weil das betrifft nicht nur alle Enzykliken, die seitdem von den Päpsten ausgesprochen wurden, auch wenn, so wie der Autor sagt, seitdem nicht mehr viele gemacht wurden, aber das betrifft alle vorherigen Glaubenssätze, die der Papst gesagt hat. Also das, was Boniface der 8. hier 1302 sagt, das, was Gregor der 7. 1075 gesagt hat, das, was Boniface der 3. 1202 gesagt hat, das ist heute noch alles als römisch-katholischer Glaubenssatz ebenso gültig und muss von jedem katholisch Gläubigen befolgt werden. Und ganz sicher von denen in der römisch-katholischen Hierarchie, sprich ab dem Unterdiakon bis zum höchsten Kardinal. Das muss man sich da eben vor Augen halten, wenn wir das jetzt lesen. Zu der im ersten Abschnitt schon geschilderten Machtvollkommenheit auf rein religiösen Gebiete tritt unverhüllt der absolute Anspruch auf Weltherrschaft von 1302 von Antichrist Papst Boniface dem 8. in der Bulle Unam Sanctam zusammengefasst, das als unumstößliche wahre Glaubenslehre ein jeder Katholik glauben und befolgen und danach leben muss. Zitat: Beide Schwerter liegen also in der Gewalt der Kirche, das geistliche Schwert nämlich und das weltliche. Nur dass dieses für die Kirche, jenes von der Kirche zu führen ist, jenes von der Hand des Priesters, dieses von der Hand des Königs und der Krieger, doch nach dem Winke und mit der Erlaubnis des Priesters. Ein Schwert muss unter dem anderen sein und die weltliche Autorität muss der geistlichen Gewalt unterworfen sein. Dass aber die geistliche Gewalt an Würde und Adel jeder weltlichen vorgeht, müssen wir umso klarer eingestehen, als das Geistliche dem Weltlichen hervorgeht. Das sehen wir auch am Geben des Zehnten, an der Segnung und Heiligsprechung, an der Übernahme der Gewalt und selbst in ihrer Ausübung klar vor Augen. Denn, wie die Wahrheit bezeugt, hat die geistliche Gewalt die irdische einzusetzen und zu richten, wenn sie nicht gut gewesen ist. Also, wenn die irdische Gewalt vom rechten Weg abweicht, wird sie von der geistlichen Gewalt gerichtet werden. Wenn jedoch eine niedere Geistliche es tut, von der ihr Vorgesetzten hören, wenn aber die höchste fehlgeht, wird sie von Gott allein, nicht von einem Menschen gerichtet werden können, wie der Apostel bezeugt. Der geistliche Mensch richtet alles, er selbst aber wird von niemandem gerichtet. Ende Zitat. Antichrist Papst Clemens V., der sein Pontifikat hatte zwischen 1305 und 1314, also Beginn des 14. Jahrhunderts, verstieg sich zu der durchaus im Diesseits stehenden Lehre, dass bei Erledigung des Kaiserthrones die kaiserliche Gewalt auf den Papst übergehen solle und dass dem Papst jeder Kaiser den Eid der Vasallentreue zu leisten habe. Eid der Vasallentreue. Wie habe ich letztens mein Video genannt? Der Staat ist der Vasall der Kirche. Habe ich mir das aus dem Daumen gesogen? Ich glaube nicht. Was sagt Clemens V. hier? Am 4. Mai 1493 schenkt, so gesagt, Antichrist Alexander VI., einer der schlimmsten Päpste oder der schlimmste Papst, der eigentlich jemals regiert hatte, ein Borgia-Papst, Ferdinand von Aragonien und Isabella zu von Kastilien alle Inseln und Festlande, die westlich von der Linie gelegen waren, die der Heilige Vater aus der Fülle der apostolischen Macht vom Nordpol bis zum Südpol gezogen hatte. Antichrist Papst Paul IV. Verkündet 1559, Zitat, der römische Oberpriester, der die Stelle Gottes und unseres Herrn Jesu Christi auf Erden vertritt, besitzt die Fülle der Gewalt über Völker und Reiche und ist der Richter aller. Im Volksbewusstsein dieser Macht setzt er auch durch eine, Zitat, für immer gültige Verordnung, Ende Zitat, alle ketzerischen Kaiser und Könige ab und verurteilt sie zum Tode
durch Erdrosseln und Verbrennen. Diesen letzten Satz nochmal. Im Vollbewusstsein dieser Macht setzt er auch durch eine für immer gültige Verordnung alle ketzerischen Kaiser und Könige ab und verurteilt sie zum Tode und Erdrosseln und Verbrennen. Erinnern wir uns noch an INRI, den Wahlspruch der Jesuiten, Justus Neca Regis Impius, es ist rechtens, heretische Herrscher, Kaiser, Könige, Regierungspräsidenten, whatever, abzusetzen und zu vernichten. Seht ihr, wo das alles im Grunde seine Herkunft her hat? Ha? Also, das ist nur mal eben dazu zur Erinnerung gerufen. Dieser Inri-Wahlspruch der Jesuiten ist bereits früher gefestigt gewesen durch Antichrist Papst Paul IV. 1559. Antichrist Papst Pius V. erließ am 25. Februar 1570 die Bulle Regnans in Excelsis, die mit den bescheidenen Worten beginnt, Zitat, der Herrscher in der Höhe, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, übergab einzig und allein nur einem auf Erden, nämlich dem Apostelfürsten Petrus und dessen Nachfolger, dem römischen Papste, die Leitung der einen heiligen apostolischen, heiligen katholischen und apostolischen Kirche, außerhalb deren es kein Heil gibt, in der Fülle der Gewalt. Diesen einen setzte er ein zum Fürsten über alle Völker und Reiche, damit er ausreiße, zerstöre, zersprenge, verderbe, pflanze und baue. Ende Zitat. In dieser selben Bulle setzt er Elisabeth von England ab, also die berühmte Königin, die regierte zwischen 1558 und 1603. Danach hat dann King James, der König Jakobus, übernommen, von dem wir die Bibel kennen. Das war die protestantische Königin, die hier vom Papst natürlich abgesetzt wurde. Ja? Er setzt sie ab, er belegt sie mit einem Bannfluch und entbindet ihre Untertanen von ihrem Eide. Ihre Behauptungen ließen die Päpste gern stützen durch berühmte Theologen und Kirchenlehrer wie Thomas von Aquin, den Jesuiten Bellarmin und andere. Es ist für klares, unverbogenes deutsches Denken in keiner Beziehung ein Genuss, sich durch solch geistiges Labyrinth hindurchzuarbeiten. Aber schließlich ist ja die Geschichte des päpstlichen Roms, an dem die Völker sterben, im Allgemeinen und besonders für uns Deutsche, nie Genuss gewesen, aber ernste Pflicht genug, sie immer genauer kennenzulernen. Und darum, nur darum, soll uns Bellarmin eine Probe seiner jesuitischen Dialektik aus seiner Abhandlung über den Papst geben. Zitat: Die dritte und allgemeine Meinung der katholischen Theologen lautet: Der Papst hat als Papst keine direkte und unmittelbare Gewalt, sondern nur eine geistliche. Aber aus geistigen Gründen besitzt er wenigstens indirekt eine gewisse Gewalt in weltlichen Dingen, und zwar im höchsten Maße. Ende Zitat. So, und wir sind jetzt bei knapp 58 Minuten angekommen und mit diesem perfekten Beispiel von jesuitischer Kasuistik und Sophistik entlasse ich euch in euer eigenes Bibelstudium, das ihr hoffentlich bis zur nächsten Sendung ordentlich tun werdet. Eure eigene Bibel lesen, selbst verstehen, nicht sich erzählen lassen von niemandem, auch nicht von mir. Ihr könnt meine Hinweise gerne als Richtschnur nehmen, um zu sagen, von so kann man das verstehen, aber ob ihr das auch so versteht, das muss ich eurem Gewissen überlassen. Und euer Gewissen soll nur einem unterworfen sein. Einem, Yahweh, unserem Vater im Himmel. Und sein Wort zählt. Sein Wort ist Wahrheit. Und das wird bekräftigt durch die Aussage Jesus Christus in Johannes Kapitel 17, Vers 17, indem er sagt: Sanctify them through thy truth. Thy word is truth.
Also, das heißt auf Deutsch übersetzt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So sagte Jesus es in Johannes 17, 17. Und das Wort Gottes ist die Heilige Schrift. Und deswegen bitte, lest eure Bibel. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Lesung, wo wir den sophistischen und kasuistischen Bellarmin noch ein wenig mehr kennenlernen werden mit anderen Aussagen. Wie gesagt, bis dahin, lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.